I'm so fucking cute, bitch. I'm so fucking cute. Attitude abusive, but I'm so fucking cute. Kawaii, cutie on the beat, cooking up the heat. OMG, booty like Kylie, but shouty Taiwanese. Did you see her on the magazine and Times Square on the screens? Just like Reed, Fenty on my cheek, Savage on his D. In the gym, sweaty RIP, practicing Tai Chi. Keep it chill, mental LIT, keep it ill psyche. Hotter than wasabi, too spicy. Ja, wie man sieht, ich habe endlich ein Downhill-Bike. Und zwar ist es ein YT Choose geworden. Eine ganz spontane Aktion. Ich hatte gestern Abend auf Instagram so eine Umfrage gemacht, was für ein Downhill-Bike man denn fahren könnte, was ganz gut wäre, weil ich auch gerne sowas Komfortables möchte, nicht so ein steifes Brett. Und dann hatte mir der Tan geschrieben, einige kennen ihn vielleicht, und meinte, jo, komm doch mal vorbei, du kannst gerne mal mein Scrub-Probe fahren. Und dann bin ich hin. Und auf einmal sagte er, ja, ich habe hier aber auch noch, ist mir gerade eingefallen, ein altes, gebrauchtes Tues. Das kannst du billig für 1500 Euro haben. Dann dachte ich mir so, okay, 1500 Euro ist eigentlich ein No-Brainer. Draufgesetzt und ja, mega gut drauf gefühlt. Kurz die Straße hoch und runter gerollt, happy gewesen, Größe hat gepasst. Und dann habe ich im Tarn das Bike einfach mal abgekauft. Ja, das ist das, wie gesagt, das YT Tues Comp von 2020. Wie gesagt, gebraucht. Ich habe jetzt einfach meinen Rental-Lenker, den ich auf dem Capra hatte, hier drauf montiert. Was habe ich noch verändert? Genau, die Pedale, mal wieder Stamp One, die Gen 2, weil ich die mega gut finde. Und den Sattel hier von Reverse Components. Die Sachen habe ich alle bei Spree geholt. Nochmal Dankeschön. Und ja, damit bin ich eigentlich ganz happy. Ich bin sowas von gespannt, wie sich das Bike im Park fahren lässt. Ich bin, wie gesagt, Downhill-Bike-Neuling, wollte es unbedingt mal ausprobieren. Und ich dachte mir, für 1500 Euro, wenn es mir dann am Ende gar nicht taugt, kann ich es halt immer noch wieder verkaufen. Und ich denke, da kriegt man das Geld einigermaßen wieder rein. Und ja, jetzt fängt es gerade auch noch an zu regnen. Und ich glaube, wir müssen jetzt schnell nach Hause. Und ihr seht dann demnächst einfach mal, wie ich das Bike im Park fahre. Bis dahin, macht's gut. Abonniert den Kanal, kommentiert, liken und folgt mir auf Instagram. It's Michi. Okay, Action. Herzlich willkommen zu meinem New Bike. Nein, zurück. Das ist scheiße.